Vor dem Berliner Landgericht hat heute der Prozess gegen zwei Vorstandsmitglieder der Landesbank Berlin begonnen. Sie müssen sich wegen Bilanzfälschung verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, Milliardenrisiken in mehreren Jahresabschlüssen verheimlicht zu haben. In der Bankenaffäre musste das Land Berlin mit Milliardenhilfen für die mehrheitlich landeseigene Bankgesellschaft einspringen. Das hatte die Finanzkrise des Landes erheblich verschärft. Falsch sei der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Beide Angeklagten, der ehemalige Chef der Landesbank Berlin, Ulf Wilhelm Decken, und sein Vorstandskollege Joachim Zehlen, beteuerten niemals bewusst, Risiken in den Konzernbilanzen verschwiegen zu haben. Die Anklage jedoch wirft den beiden Ex-Managern Bilanzfälschung vor. Sie hätten Gesellschafter von Tochterfirmen wie der Weber Bank von ihren persönlichen Haftungsrisiken freigestellt. Und das ohne diese zusätzliche Unsicherheit für die Landesbank in den Jahresabschlüssen 1997 bis 99 aufzuführen. Im Gegensatz zum Normalfall wäre das Risiko voll bei der Landesbank gewesen. Das hätte durchaus in enormer Höhe zu Zahlungsverpflichtungen damit auch der Landeskasse führen können. Schlimmstenfalls, so die Anklage, hätte dem Land Berlin und damit dem Steuerzahler ein Schaden in Höhe von rund 8 Milliarden Euro entstehen können. Dennoch hofft die Verteidigung auf Freispruch, denn die Haftungsrisiken für die Bank und damit das Land habe es unabhängig vom Verhalten des Vorstandes gegeben. Die Risiken, die für die Bank bestanden, waren wirtschaftliche Risiken aus Beteiligung. Diese wirtschaftlichen Risiken sind in der Bilanz drin gewesen. Und im Grunde genommen wäre es, ja, doppelt gezählt gewesen, wenn man diese Risiken noch mal in irgendeiner Weise in die Bilanz reingenommen hätte. Es ist halt einfach so, dass diese Frage, wie solche Freischancerklärungen in so einem Fall zu behandeln sind, bilanzrechtlich überhaupt ungeklärt ist. Ab Ende Mai müssen sich die beiden Angeklagten in einem zweiten Prozess vor Gericht verantworten, dann wegen des Verdachts der Untreue zulasten der Landesbank. Der hohe Ölpreis bremst nach Ansicht des Internationalen Währungsfonds das weltweite Wirtschaftswachstum. Der neue IWF-Direktor Rato sagte, das derzeitige Niveau der Mineralölpreise könnte dazu führen, dass die Wachstumsrate in diesem Jahr weltweit um 0,3 Prozentpunkte niedriger ausfalle als erwartet. Der Ölpreis kletterte inzwischen auf ein neues Hoch seit Herbst 1990. In London kostete das Barrel zeitweise mehr als 36 Dollar.